Grundlegend existieren zwei Varianten, um das Prinzip von Trial and Error anzuwenden. Hi, ich bin Mike. Bei mir lernst du das Überleben auf eigene Faust. Auf verschiedenen Toren lebte ich mehrmals hintereinander, über mehrere Monate draußen, schlief in Naturgegenden, aber auch in urbanen Gebieten. Ein deutsches Magazin schrieb einmal über mich, der Thüringer übernachtete im Freien, aß nur, was die Natur ihm bot. Hier lernst du Skills, die wirklich in der Praxis funktionieren. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann bleibe dran und abonniere meinen Kanal. Sicher kennst auch du Sprüche wie aus Fehlern werden wir schlau oder probieren geht über studieren. Hinter dieser Aussage steht sogar ein wissenschaftliches Fundament, das Prinzip von Trial and Error oder ins Deutsch übersetzt das Prinzip von Versuch und Irrtum. Falls du noch nie davon gehört haben solltest, so hast du dieses Prinzip schon hundertfach und tausendfach in deinem Alltag angewendet. Auch Kleinkinder wenden es täglich an, so zum Beispiel Kleinkinder im Alter von einem Jahr, die laufen immer wieder eine Treppenstufe hoch, fallen wieder um, probieren es dann wieder, laufen nochmal hoch und die machen das einfach so lange, bis sie das irgendwann schaffen oder sie probieren mit der Gabel zu essen, so lange, bis das irgendwann mal klappt. In der Definition kann gesagt werden, dass beim Versuch- und Irrtumprinzip es darum geht, auch ohne Vorkenntnisse zu einem bestimmten Sachverhalt und in einem bestimmten überschaubaren Zeitabschnitt eine Lösung herbeizuführen. Anfang des 20. Jahrhunderts machten US-amerikanische Biologen einen Tierversuch mit Regenwürmern. Die Regenwürmer, die wurden auf eine Strecke gesetzt, hatten dann zwei Optionen. Entweder in Richtung A oder in Richtung B. In der einen Richtung, da konnten die Regenwürmer völlig unbeschwert dahin kriechen und in der anderen Richtung, die war etwas manipuliert, da war Sandpapier ausgelegt und am Ende erwartete die armen Regenwürmer, die es dann endlich über das Sandpapier geschafft hatten, sogar noch einen Stromschlag. Ja, und am Anfang des Versuchs krochen alle Regenwürmer entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung und schon nach mehreren Versuchen stellte sich heraus, dass alle Regenwürmer nur noch in die Richtung krochen, wo keine Hindernisse auf sie warteten, wo kein Sandpapier ausgelegt war und wo am Ende auch kein Stromschlag auf sie wartete. Aus diesem Versuch ableitend konnte gesagt werden, dass Organismen Individuen auch ohne Vorkenntnisse zu einem bestimmten Sachverhalt allein durch Probieren, durch Ausprobieren in einem überschaubaren Zeitrahmen eine Lösung herbeiführen können. Denn die Regenwürmer, die wussten ja vorher nicht, ob die Strecke auf der einen Seite frei war oder auf der anderen Seite nicht. Also sie hatten keine Vorkenntnisse, sie hatten null Informationen und dann allein durch Versuch und Irrtum konnten sie eben herausfinden, dass sie besser in die eine Richtung gehen als in die andere Richtung. Und daraus ableitend eben konnte dann auch gesagt werden, dass Individuen, Organismen immer den einfachsten Weg wählen, wenn es möglich ist und diesen Weg auch versuchen zu finden, diese Möglichkeit zu finden, die ihnen die einfachsten Optionen bietet, um ihr Leben zu gestalten. In der Praxis gibt es hauptsächlich zwei Varianten, um das Prinzip von Trial und Error umzusetzen. Einmal durch das konsequente Ausschließen von Fehlern und auf der anderen Seite durch das Herbeizwingen von Lösungen, durch das immer wieder Durchprobieren von Lösungsansätzen. Um das mal bildlich zu veranschaulichen, habe ich hier mal einige Beispiele für dich. Einige Beispiele auch aus der Softwareentwicklung, denn das Trial and Error Prinzip wird sehr häufig bei Algorithmen angewendet. Zum Beispiel bei der Delta Debugging Methode oder beim Delta Debugging Algorithmus. Und der geht folgendermaßen vor. Der nimmt sich zwei Teile oder mehrere Teile und wenn ein Teil fehlerhaft ist, wird er sofort aus dem System ausgeschlossen und das Teil ohne Fehler verbleibt dann im System. So können verbleibende Fehler immer weiter eingegrenzt werden und das System, das wird irgendwann fehlerfrei. Noch ein weiteres Beispiel zur manuellen Umsetzung dieses Prinzips. Vielleicht hast du selbst eine Webseite und kannst das Beispiel jetzt einfach nachvollziehen, was ich hier gleich nenne. Oder wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, denn es ist wirklich sehr bildlich. Also viele Webseiten funktionieren mit Plugins und Plugins, die können Probleme verursachen. Vor allem neue Plugins oder Plugins, die nicht aktualisiert wurden. Und wenn jetzt ein Problem auf der Website auftaucht und wir wissen nicht, woher das kommt, dann werden alle Plugins zuerst deaktiviert.
Zum Beispiel nehmen wir an, wir haben 20 Plugins auf der Website. Die werden zuerst einmal alle deaktiviert und dann werden die Plugins einzeln, Plugin für Plugin, wieder eingeschalten und dann sehen wir, wo der Fehler verborgen war. Noch ein Beispiel aus dem Outdoor-Survival-Bereich. Nehmen wir das Feuerbohren. Das will einfach nicht funktionieren, das Feuerbohren mit dem Bogen. An was kann es liegen? Du begibst dich nun auf die Fehlersuche. Vielleicht ist das Holz zu feucht, vielleicht auch wendest du zu wenig Druck auf oder aber die Kerbe, die ist zu weit oder nicht weit genug hineingeschnitzt. Und du gehst so lange die Fehler durch, beseitigst diese Fehler, bis es dann am Ende funktioniert. Noch ein Beispiel zur Veranschaulichung, zur Umsetzung der zweiten Variante in der Praxis, also zur Lösungsfindung durch das immer wieder Probieren von Lösungsansätzen. Und hier habe ich mal die Brute Force Methode herausgepickt. Der Algorithmus der Brute Force Methode geht so vor, dass Lösungsansätze so lange durchprobiert werden oder es werden so viele Lösungsansätze durchprobiert, bis irgendwann eine Lösung zutage kommt, die dann auch wirklich funktioniert. Auch hier nochmal ein ganz einfaches Beispiel zur Veranschaulichung aus dem Outdoor-Survival-Bereich. Du baust zum Beispiel ein Grubenfeuer, du merkst, das zieht nicht richtig, es kommt nicht genug Sauerstoff ran, an was kann das liegen? Also du probierst nun verschiedene Lösungen durch. Vielleicht ist die Luftzufuhr auf der falschen Seite, weil der Wind genau von der anderen Richtung kommt. Vielleicht liegt die Luftzufuhr zu weit oben, sodass der Sauerstoff nicht von weit unten genug herankommt. Also du probierst so lange die Lösungen durch, bis es irgendwann funktioniert. Das Versuch- und Irrtum-Prinzip ist natürlich sehr praktisch, um auch ohne Hintergrundinformationen, ohne Wissen zu einem bestimmten Sachverhalt trotzdem eine Lösung zu finden. Aber es ist nicht immer angebracht, es anzuwenden. Das Trial-and-Error-Prinzip kann in manchen Situationen sinnvoll sein, in anderen sinnlos oder es kann uns sogar in Lebensgefahr bringen, wenn wir es falsch einsetzen. Wann ist die Anwendung des Trial-and-Error-Prinzips sinnvoll? Nehmen wir mal an, wir sind unterwegs, müssen Wasser abkochen, um es genießbar zu machen, haben aber keinen Topf. Dann können wir verschiedene Optionen durchprobieren, um ohne Topf das Wasser zu kochen. Wir können zum Beispiel selbst ein Gefäß herstellen, das Gefäß abdichten oder wir können ein komplett geschlossenes Gefäß herstellen, indem wir es schnitzen und dann darin mit heißen Steinen kochen. Wir können in einer Rettungsdecke kochen. Wir können die verschiedensten Optionen durchprobieren und da ist es sehr sinnvoll, das Trial-and-Error-Prinzip anzuwenden. Wann ist es sinnlos, nutzlos oder sogar kontraproduktiv, das Trial-and-Error-Prinzip anzuwenden? Nehmen wir mal an, wir haben uns im Gebirge verlaufen, sind schon seit etwa einer Stunde vom Weg abgekommen und müssen nun wieder zurück auf den Weg finden. Dann könnten wir wie ein Algorithmus vorgehen, einfach alle Himmelsrichtungen ablaufen und probieren, mal sehen, wie wir auf den Weg wieder zurückfinden. Das wäre natürlich nicht besonders ressourcenschonend. Ein Algorithmus kann das natürlich machen, aber wir würden damit unsere Energie aufbrauchen, wir würden unser Wasser aufbrauchen, vielleicht noch unsere Nahrungsmittel, wir würden unsere Zeit aufbrauchen, die wir zur Verfügung haben, um wieder auf den Weg zurückzufinden. Vielleicht müssten wir dann sogar notübernachten irgendwo, weil wir es nicht mehr schaffen würden. In diesem Fall steht Wissen vor Ausprobieren. Also wir müssen wissen zuerst, wo unser Standort ist. Wir müssen uns da auch ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht mal kurz ausruhen, zur Ruhe kommen, checken. Also wo sind ihr Standort bestimmen und bestimmen, in welche Richtung wir wollen. Wir können die Himmelsrichtungen zur Hilfe ziehen, also auch den Sonnenstand uns da einigermaßen abschätzen. Vielleicht haben wir auch GPS dabei oder Karte und Kompass. Wenn nicht, dann uns auf unseren Orientierungssinn verlassen. Oder auch gucken vielleicht in der Ferne, sind da andere Wanderer unterwegs auf einem Wanderweg, wo wir hinwollen. Und die Lage zuerst mal checken und nicht dann irgendwo hinlaufen, basierend auf dem Versuch- und Irrtum-Prinzip und uns dann noch verirren komplett. Es gibt Situationen, in denen die blinde Anwendung des Versuch- und Irrtum-Prinzips sogar tödlich enden kann. Das sind Situationen, wo wir genaue Informationen brauchen, um eine Lösung herbeizuführen. Nehmen wir an, wir sind auf einer Klippe, unter uns ist ein See und in etwa 8 Metern Tiefe, da ist die Wasseroberfläche. Wir möchten in den See springen, sehen aber von oben nicht genau, wie der Grund beschaffen ist. Also ist die Wassertiefe ausreichend, sodass wir da reinspringen können oder befinden sich sogar Felsen direkt unter der Wasseroberfläche. Wir müssen also unbedingt wissen, wie die Sachlage dort ist. Also entweder ist das Wasser klar und wir sehen von oben, wie tief der Grund etwa liegt oder ob da irgendwo Felsen sind oder andere Hindernisse. Wenn nicht, ist das Wasser vielleicht drüber, dann müssen wir heruntergehen und nachsehen oder auch in das Wasser gehen, um das zu prüfen, wie die Wassertiefe dort ist. Oder aber wir wissen ganz genau, dass man dort runterspringen kann, weil wir dort vorher schon runtergesprungen sind oder aber weil dort andere vor uns runterspringen. Auch in diesem Fall
steht das Wissen vor dem Ausprobieren. Noch einmal kurz zusammengefasst, durch das Versuch- und Irrtumprinzip können wir auch ohne genaue Informationen zu einer Sachlage zeitnah eine Lösung herbeiführen. Und hierfür gibt es vor allem zwei Varianten, entweder das Ausschließen von Fehlern oder aber das konsequente Wiederholen von Lösungsansätzen, also ausprobieren. Jedoch ist das Trial-and-Error-Prinzip nicht auf alle Umstände gleich anwendbar. In vielen Situationen ist es sinnvoll, es anzuwenden, in manchen Situationen eher sinnlos oder sogar kontraproduktiv. Und es gibt Situationen, wo wir wirklich das Wissen vor das Ausprobieren stellen müssen. Also siehe Beispiel der Sprung von der Klippe. Hat dir das Video gefallen, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Möchtest du weitere solche oder ähnliche Videos sehen, dann abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns nächsten Sonntag hier zur gleichen Zeit um 20 Uhr. Bis dann!